Hallo ihr Lieben, heute bin ich mal wieder mit meiner Mutter zusammen am Spielen und wollte euch daran teilhaben lassen. Ein Let's Play, die Baumeister des Kolosseum von Schmidt Spiele. Zur Regelerklärung könnt ihr einfach dieses Video hier euch anschauen, ist verlinkt und wir spielen jetzt einfach drauf los, weil ich mich gar nicht so sehr mit der Regel beschäftigen will, sondern euch einfach zeigen will, wie man das spielt. Okay, also ich laufe jetzt einmal einen Schritt Ja. und kann mir dieses Plättchen hier nehmen, ne? Dann wird das hochgeschoben. Und jetzt war das so, dass dann eine Wertung stattfindet, ne? Wie war das mit der Wertung? Der nächste, der wird jetzt gewertet. Also alle, die das haben, du hast eins, ne? Dann heißt dann, da kriegt man dann Kannst eins du eine davon. so eine Karte nehmen? Ja. So. Du hast eins. Besser keine Okay, Karten. genau. Und es war dann auch schon, dein Zug ist dann fertig, ne? Ja. Wie kommt man eigentlich dazu? Also, die kriegt man, Die kriegt man nur, wenn man die Dinger wenn hier man die baut, Dinger glaube baut, ich. ja. Okay, also ich kann jetzt entweder einen Schritt gehen, da komme ich da drauf und dann gibt es dieses Plättchen und die sind ja gleich. Und bei dem kriegt man so ein Plättchen. Ja, ich gehe erstmal einen Schritt. Plättchen, die kommen nach oben. Zack, und das wird jetzt. Da kann man jetzt wieder an Anfang gehen, aber wir sind ja sowieso am Anfang mit den Bewegungspunkten. Ne? Das heißt, wenn Ja. ich jetzt hier ein Schritt ist jetzt hier, ne? Ja, ein Schritt ist jetzt in der Mitte. Ja, du kannst jetzt ein Lavaplättchen nehmen. Aber ich glaube, ich brauche, also wenn ich jetzt noch eine Karte abgebe und noch, um noch mehr Karten auf der Hand zu haben, das bringt mir ja gar nichts. Deswegen würde ich lieber hier noch einen Schritt hinzufügen und einen Schritt noch weitergehen Das und Plättchen das Plättchen nehmen, genau. nehmen. Das heißt, das hier wird gewertet. Haben wir das gerade gewertet? Ach so, Nee, genau. deshalb, Ja. dabei geht man Haben ja wir. dann wieder zurück. Jetzt wird das gewertet. Das habe Und ich. ich Du aber hast es nicht. nicht. Nee. Und ich habe eins. Das heißt, ich kann mir eins nehmen. Ja, genau. Ne? Okay. Ach so, sind die eigentlich geheim? Muss man die. Ja, man soll es nicht unbedingt wissen. Also dann weiß ich ja, was du sammelst oder Ja, okay. willst ja, die braucht man ja, dann, um dann Kolosseum zu bauen. Und da kann man sich jetzt aussuchen, welches Plättchen man nehmen möchte. Bei dem hier, ne? Da ist es genauso, man kann fahren, weil das nicht an einem Plättchen liegt. Hier kann man sich jetzt eins aussuchen. Was gewertet wird. Was gewertet wird, oder? Ja, was gewertet wird und dann ja, entsprechend nimmt man ja dann auch. Also es ist natürlich sinnvoll, wenn ich was nehme, was ich habe. Also ich entscheide mich für den Wald. Hast du Wald? Ich habe Du hast keinen ja eh Wald. nichts von beiden. Das ist sowieso egal denn. So. Okay, Das war's schon. dann gehe ich hier mal weiter. Jetzt kannst du So, das. ich kann mir das sogar nehmen. Guck mal. Ja, Ne? dann kannst du das ja schon bauen. Und das legt man hier wieder zurück dann. Ja. Genau, dann kannst du das erste Plättchen schon bauen. Und dann wird Ich krieg es. vier Ruhm. Das kannst du dir nehmen. Selbst ist die Frau. So, und dann kommt es Da da. kommt das erst rein. Also ich finde so eine Aufwachung immer schön, wenn man, wenn es nicht so langweilig ist, Ja. sondern wenn man dann auch noch ein bisschen was. Und ich mag ja sowieso Altertum und sowas, deswegen bin ich auch öfters das Spiel abgefahren. Ja. So, das hast du gemacht. Und jetzt wird aber. Ach nee, gewertet wird jetzt nicht, weil du dir das Plättchen genommen hast, Ja. ne? Nee, ich gehe nur ein und nehme ein Lager. War es auch, ne? Aber du musst es bezahlen. Ja, wie bezahlt man das Du jetzt musst mal? eine Karte abgeben. Ach so, eine Karte abgeben. Na gut, mache ich das. Kann ich alles nicht brauchen. Das braucht man nicht. Das brauche ich nicht. Alles kann ich nicht nutzen. Nichts. Ich gehe noch einen weiter. Und nehme das hier. Wieso Der kann wird ich das wieder nicht? gewertet. Ach, ich habe keinen Brief. Wie komme ich denn jemals dazu, so ein Plättchen zu kriegen? Ach so, wenn ich es nehme. Wenn ich es nicht nehme, muss ja dann auch aufpassen. Kommt dann niemals zu so einem Plättchen. Natürlich nicht. Nein. Ich habe jetzt fünf Karten. Ha, shit. Du darfst ja Du hast nicht. eine Karte Genau. abgeben.
Das ist gut. Da kann ich ja aussuchen, welche Party ich haben will. Du kriegst sie nicht, die wird nur gewertet. Du kannst nur aussuchen, welche sonst gewertet wird. Ich kann nur aussuchen, welche gewertet wird. Für Kreidefeld gewertet. Natürlich, das, was ich nicht habe. Naja, du hast ja dafür das, was ich nicht habe. Ja, ich weiß. Ich habe ja nichts anderes. Ja, und ich nehme mir Ruhm. Du nimmst ja schon wieder Ruhm. Guck mal. Das ist mein Spiel, oder? Tja, wenn man im Spiel gehört, heißt das nicht. Doch, eigentlich schon. So, du warst jetzt in Fall, wenn ich komme. Ja, genau, du hast ja dieses Ding genommen. Na ja, berühmter geworden. Jetzt kann ich auch mal was kaufen. Warte, das ist wieder nicht. Das ist hier. Das ist hier. Oh! Manu! Man muss bei dir aufpassen, wie ich schieße. Das ist ein zweiter. Das ist eigentlich nur ein zweiter. Ja. Ein zweiter, kann ich machen. Naja, ja, könnte ich davon kommen. So, kannst du mir das einstecken, bitte? Und ich nehme mir vier Bonuspunkte. Jetzt kriege ich ja nicht mehr sowas hier. Da, du kommst nie dazu, ich komm dass nie so ein Plättchen dazu, mal bekommst. So ein Plättchen zu bekommen, nee. Genau. Jetzt kriege ich endlich mal so ein Plättchen. Und dein scheiß Korn wird auch mein noch Korn gewertet. Na, mein scheiß Korn. Du, ohne Korn kriegst du kein Brot und hast nichts zu essen. Ja, aber ich habe kein Korn. Ja, das musst du Korn. Korn musst du Korn kriegen. So, wenn ich das kriegen muss. Was willst du dir jetzt noch nehmen? Du hast ja schon alles. Nee, nichts mehr, ich bin fertig. Ja, du wolltest hier schon wieder. Nee, ich wollte hier ein bisschen Platz machen, damit ich hier ausbauen kann. Ja, okay. Also, ich kann jetzt aussuchen, was gewertet wird. Ja. Haha, jetzt gehe ich. Zweiten Schritt. Lauf hier ein zweiter. Nimm das Kärtchen. Das wird gewertet. Und ich rutsche wieder zurück zu Herrn Schwab. Aber auch. Korn wird wieder gewertet. Ja, du kannst ja beim nächsten Mal Korn hast holen. Hast du dir zwei genommen? Nein. Du hast zwei, du hast zwei Korn. Was soll ich denn das sagen? Ja. Ja. Aber man kann nicht stehen bleiben, ne? Man muss das zweite laufen. Ja, das wollte ich nämlich vorhin auch lieber stehen bleiben, aber das ging ja nicht. Man muss mindestens einen Schritt laufen. Okay, dann laufe ich jetzt wieder einen Schritt weiter und nehme mir endlich mal Korn. Man muss hier einen weiter. Wird dann das jetzt gleich schon gewertet? Ja. Das ist das Witzige daran, dass man gar nicht weiß, was gewertet wird, weil das vorher noch nicht abgedeckt war. Das Maximum ausreizen. Ich überlege, welches das Maximum ist, ob ich das nutze. Das gewertet wird, bringt mir ja keine Karte. Wenn du das werten lässt, kriegst du Karten dafür. Ja, dann mache ich das. So, und jetzt will ich Wasser werfen. Ich habe auch Wasser. Ich habe auch Wasser. Aber jetzt muss ich eine abgeben. Wollte ich auch mal sagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss auch eine abgeben. Ich kann mich schon wieder hier kaufen. Ja, das wollte ich auch machen. Das ist ja voll billig. Ja. Voll billig. Mhm. Das ist das Schöne an den Antragsfragen. Na gut, dann mache ich es mir einfach. Jetzt habe ich genauso viel wie du. Ja, weil er dein Geld gegeben hat. Das hat mich sorry, ich habe zu viel Geld. Ja, genau. Also, 1, 2 laufen. Na, wieso? Du bist so 1 Person so laufen. Du musst nur einen Schritt weiter laufen. Oh, das ist gut. Das erste Mal, dass ich getrennt werde. Weiß ich nicht. Aber jetzt muss ich abgeben. Mehr als so.
Ich habe die falsche Karte abgelegt. Echt? Mhm. Du würdest sonst jetzt den mit der 7 ja. nehmen, ne? Ich hätte die nämlich gehabt. Ja. Bin ich dran? Ja, das habe ich eben gemacht. Haha, tamtam. Tamtam, jetzt nimmst du den? Ja. Mit 7 Punkten, das ist ja gemein. Gucke, 2 Wasser, 2 Getreide und ein, was auch immer. Und ein Wald. Und ein Wald. Achso, ein Wald auch. Ein Wald. Dann musst du aber hier auch aufpassen. 7 Ruhm, bitteschön. Bitteschön. Warum ist denn nicht ein 7? Nein, egal. Nee, was? Achso, ja, hab ich nicht gesehen. Dass man 7, dass es auch eine 7 gibt. Was ist das denn? Ja, das finde ich auch schwierig. Da weiß ich, habe ich auch nicht verstanden. Aber ich denke, man muss 4 von einer Sorte und 3 von einer anderen Sorte leiden. Also dafür welche nehmen. Ne? So verstehe ich das jedenfalls. Also da brauchen wir schon 7 Karten abgehangen. Das wird nicht billiger wahrscheinlich, ne? Nee, eben, die werden immer teurer, die Stücke. Deswegen kriegt man auch eine Rundesbahn. Also es ist eigentlich schon relativ logisch aufgebaut, ne? Mhm. Und dann gebe ich hier noch einen 8. Ja, ich kann nicht viel machen, ich bin mir eigentlich nicht platzieren. Die andere hat aber auch kein Wasser gehabt. Und jetzt kriege ich so viel Wasser. Ja, okay. Einmal Wasser. Das ist nicht. Hast du gesehen, was ich bin noch mal? Ja. Ja, das brauche ich auch nicht mehr. Ja. Aber das macht jetzt Sinn. Ja, ich kaufe mir Ruhm. Ja, den hätte ich auch haben wollen. Tja, es war klar, dass du den nicht kriegst, weil du ja einen Schritt. Ja, ja, eben. Drei Drillinge, drei Pärchen. Drei Pärchen. Schon 4. Das ist ja mit dem Kohlsauce. So. Was gewertet wird. Aha, zurücklaufen, das ist gut. Na, das passt mir ja ganz gut. Ich bin jetzt nicht so begeistert. Ich schon, weil ich am Ende angekommen bin hier. Das ist ganz gut. Warum machst du nicht weiter? Achso, eine Fünfte. Ich kann halt nur bis 3 zählen. Ich hol mir wieder Ruhm. Nein, ich hol mir Ruhm. Achso, du holst mir Ruhm. Ey. Was macht, dass dir deine Ruhm nicht zu Kopf steigt? Ja. Das Museum ist bald fertig gebaut. Ja, ja. Nur dank mir. Zehn, elf, zwölf. Genau 12.
Leiden. Ja, aber nur wenn die. Ach so, ja, stimmt. Einer kostenlos. Und eins, zwei, drei extra. Ey, das ist gemein. Und nehm ich den. Ah, geht gar nicht. Geht nicht? Nein. Ah, Gott sei Dank. Warte. Ja, aber. Dann treibe ich gleich. Mhm. Ich will das Plättchen auch nicht haben. Ich weiß das ja auch nicht. Ich kann seine Lage erweitern. Das sind total gute Ideen. Ach, hier hast du schon ein Siebener Plättchen gegeben. Ja, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass es das gibt. Warum sind die jetzt eigentlich wieder billiger? Weiß ich auch nicht, das ist aber C. Ja, komisch. Na gut. Du bist auch C, es ist nicht schön, dass du das nicht sein. Keine Ahnung. Ich will diese Plättchen nicht. Nix gar nicht machen. Nix. Geh hier hin, nimm mir diese Scheiße, die ich überhaupt nicht brauche. Und das grün werden. Und lass mal sehen, was gewertet wird. Ah. Was wird gewertet? Steine. Oh, boah! Nur Felsen hier. Das ist ein richtiger Steinbruch jetzt hier. Nur ein Stück. Schäme mich nicht für Ruhm. Nein? Nein. Ist auf den Kreis geholt. Ach, weißt du, was du gar nicht gemacht hast? Wir hätten uns ja auch welche kaufen können, 3 zu 1. Achso, das stimmt. Hast du Runden abgefunden? 4 Runden. Du kriegst noch eins. Ah. Na, verdammt. Hier ist immer eine Karte. Ja, das habe ich eben auch. Es gibt immer zwei Plättchen, zwei Finger und eine Karte. Für alles tut mir ein. Das bringt alles überhaupt nichts. So, jetzt gibt es nur noch einen Teil. Ja, das nehme ich mir jetzt. So, machst du das? Kann ich etwa das mit dem Sieben? So, das ist jetzt fertig. Tada! Ich muss mal gucken, die Endwertung. Wie war das jetzt mit der Endwertung? Ja, in der Endwertung ist, glaube ich, schon einfach deine Bonuspunkte. Ja, aber da war noch was zu. Also, alle die Karten, die zählen auch nochmal. Ja, genau. So, achso, die Mehrheit von den Dingspunkten kann man auch noch zählen. Also, hat ein Spieler allein die Mehrheit einer Reihe, eine der vier Bonuspunkte. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5. Du hast auch schon. Ja, aber davon hast du mehr. Das würde ich am meisten. Ja, das habe ich hier. Und ich habe dann jetzt noch keine mehr als oben. Da haben wir Deutschland. Doch, da haben wir es mehr. Nee, da hast du mehr. Da habe ich mehr. Für 3 habe ich mehr. Das heißt, ich habe für 3 jetzt noch einen. Für den Wald. Du bekommst für den Wald ein. Und fürs Wasser. Und wie ist es mit Gleichstand? Bei 2 steht dann wahrscheinlich gar nicht. Nein, das stand, weil er kriegt jeder 2. Ja, aber das können wir ja lassen. Das können wir lassen. Wir zwei Punkte. Genau. Außerdem erhält jeder Spieler für jeweils 3 beliebige Baustoffkarten noch einen Ruhespunkt. Also wenn du 6 hast, kriegst du 2.
Ich krieg ein. Du kriegst eigentlich auch ein. Ein, ein. So. Und jetzt kommen die Ruhmespunkte mit Zähl. Ich tausche die jetzt. So, mal. Jetzt geht's um die Wurst. Ich tausche die mal um, dann kann man es besser zählen. 4. 4. So. Aha, so machst du das. Hm. Okay. Ich habe nicht so viel Vierer, dafür habe ich mehr Siebener. Weil du dir die ganzen Siebener genommen hast. Und ihr könnt ja wechseln. Ist egal. So, dann können wir die wegmachen. Genau. Die wegmachen. Die wegmachen. 8, 16, 24. Ich habe nur noch 14. 26, 28. Hast du schon gewonnen. Yay! Aber ist ganz schön das Spiel, ne? Also, weil das Spielprinzip ist ganz witzig mit dem Ziehen. Also, das finde ich ganz schön. Ich finde auch, also dadurch, dass man auch immer so im Kreis läuft, auch ungefähr abschätzen kann, was man demnächst machen will. Dann also hat man so seinen Überblick, was man braucht und wie viel Lager man braucht und den Schritten. Gut, ich habe jetzt hier extrem viele Schritte, aber ich habe auch ganz vergessen, dass man am Ende pro Dings, die man am meisten hat, noch Punkte bekommt. Ja, da habe ich auch nicht dran gedacht. Das war natürlich gar nicht so schlecht, dass ich das dann noch gezogen hatte. Da hast hatte. Du noch ganz viele Punkte gekriegt. Mhm. Ja, also es hat was, es ist sehr abwechslungsreich. Ja. Sehr komplex auch, aber nicht zu komplex, dass man es leicht lernen kann. Ich finde es auch vom Material her schön mit diesem Bauen da, das finde ich irgendwie reizvoll. Mm. Das hat so. Und es sieht am Ende immer anders aus hier in der Mitte sozusagen. In der Mitte, ne? Ja, je nachdem, also, wie man die gemischt hat. Das ist jetzt unser Kolosseum. Mm. Ja, also es ist wirklich ganz schön gemacht. Ja, kann man durchaus widerspielen, hat auch einen Widerspielwert, weil es immer wieder anders ist, weil die Plättchen hier, die Aufteilung der Plättchen anders ist, weil die Auslage hier sich abwechselt, so ist kein Spiel wie das andere. Ja, das finde ich auch immer schön, wenn das Spielfeld sich selbst gestaltet sozusagen, wenn es nicht immer fest ein Spielfeld ist. Ja, also kann man empfehlen. Ja, also uns hat es gefallen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Spielrezensionen oder Let's Plays sehen wollt, schreibt es bitte auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch mit meiner Mutter, vielleicht auch noch mit jemandem mehr. Mal sehen. Ja, also bis dann und bleibt dran. Tschüss.